Die Feuerwehr wurde am späten Abend in die Berliner Straße gerufen. Es brannte eine Dreizimmerwohnung in voller Ausdehnung. Noch vor unserem Eintreffen war eine Mutter mit ihrem Kleinkind aus dem Fenster des ersten Obergeschosses gesprungen. Ein Mann, vermutlich ein Passant auf der Straße, hatte versucht, die beiden aufzufangen. Alle drei Menschen haben sich mittelschwere Verletzungen zugezogen. Eine fünfköpfige Familie aus dem Haus versuchte sich über den Treppenraum zu retten. Dabei haben diese fünf Leute, darunter auch zwei Kinder im Grundschulalter, sich auch Vergiftungen zugezogen. Der Brand selbst war von der Feuerwehr innerhalb kurzer Zeit zu löschen. Die Wohnung ist komplett ausgebrannt. Ein weiterer Durchbrand in das darüberliegende Obergeschoss konnte von den Einsatzkräften verhindert werden. Wir können uns im Augenblick auch nicht erklären, warum die Wohnung in so kurzer Zeit im Vollbrand stand. Offensichtlich war der Brand so weit entwickelt, dass die Mutter mit ihrem Kind keinen anderen Ausweg sah, als aus dem Fenster zu springen. Glücklicherweise lag ja die Wohnung im ersten Obergeschoss, sodass immerhin die Verletzungen durch den Fenstersturz nicht ganz so erheblich waren. Ich gehe mal davon aus, dass es immer noch der für die Frau und das Kind bessere Weg war, aus dem Fenster zu springen, als hier bis zur Rettung durch die Feuerwehr zu warten.